Heftige Schneefälle sorgten am gestrigen Tag für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Viele LKWs blieben an Steigungen liegen und es bildeten sich zahlreiche Staus, auch auf der A72. In Fahrtrichtung Leipzig, kurz vor der Anschlussstelle Reichenbach, ging 2,5 Stunden gar nichts mehr. Der Verkehr ist beschissen, weil die Herren, lieben Kollegen, alle müssen vorbeifahren. Man hält unten an am Berge und die anderen ziehen vorbei. Erst eine Spur, dann die nächste Spur und vor allen Dingen voll beladen. Die können gar nicht hochkommen. Die Autobahn war dann ruckzuck weiß. Ich meine, das hat ja auch runtergehauen, richtig knüppeldicke. Ja. Und das überall können sie ja nur nicht zur gleichen Zeit streuen. Ja. Und dann ging es eben hier am Berg und dann gingen die Warmblinkanlagen an und naja, da ging es nicht weiter. Ja. Und so wie die Warmblinkanlagen angehen, gehen hinter ihnen die Blinker an und da fahren sie raus. Erst blieben die LKWs an einem Berg hängen und dann ereignete sich gegen 9 Uhr früh ein Unfall auf der linken Spur. Beteiligt waren 3 Fahrzeuge, verletzt wurde zum Glück niemand. Jedoch ging dadurch auf allen 3 Fahrspuren gar nichts mehr. Die gerufene Straßenmeisterei kam anfangs ebenfalls nicht durch und musste dann stellenweise zu Fuß und per Hand nachhelfen.